von Fireproof Games. Da ist jetzt der zweite Teil rausgekommen. Ich habe beides schon gespielt. Leider hat mir bei der Übertragung ist alles zerschossen worden. Und ich muss es nochmal machen. Was heißt muss? Ich fand das Spiel echt geil. Ich mache es nochmal. Ich setze das Spiel auch mal zurück. Bestätigen. Und wir machen ein neues Spiel. Na, und ich habe gesagt, bevor ich Spiel 2 mache, nehme ich halt den ersten auf. So, jetzt zeigt er uns natürlich wieder das Tutorial. Klicken. Ja, und jetzt klicke, ziehe die Maus. Doppelklicken. So. Ich lese auch die Texte vor, ne? Machen wir einfach mal. So. Du bist hergekommen. Ich wusste, dass deine Neugier siegen würde. Die Antworten, die du suchst, befinden sich in dieser Kiste. Und etwas anderes auch. Etwas, von dem behauptet wurde, es könnte niemals gebaut werden. Nur dieses eine Exemplar existiert. Und es ist der Schlüssel zu unfassbarer Macht. Dieser Tresor soll es dem Zugriff vom Kleingeister entziehen. Du wirst seine Geheimnisse zweifelsohne lösen können. Du warst seit jeher der Klügere. Mit dem beiliegenden Schlüssel erhältst du mein Abschiedsgeschenk. Dieses Okular solltest du stets bei dir tragen. Ohne es bist du ebenso blind wie alle anderen. Ja, bei der Qualität glaube ich. So, wir haben einen kleinen Schlüssel. So, jetzt kriegen wir nochmal gezeigt. Ja, so sollen wir natürlich nicht drehen. Wir müssen das da drauf drehen. Der Schlüssel da rein. Einmal drehen, einmal aufklappen. Aufklappen. Auf. Oh. So, jetzt. Das Okular. Na, das Nutzlose, weil im Moment können wir damit noch nichts machen. So, jetzt die Notiz. Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich tränkst, sterbe ich. Na? Was heißt das? Ein Rätsel. Die Lösung muss hier irgendwo sein. Rechtsklicke. So, da wir das ja schon kennen. Also das hier ist jetzt dieser Tresor. Dieser Schrank, diese Kiste. Können wir uns verschiedene Sachen ansehen. Alles klar. Wir können ja mal gucken. Und auf den Füßen, guck mal, hier steht was. Erde. Da ist Feuer. Nimm den Hut der Dummies. Feuerholz füttert es, aber Wasser löscht es. Ich sollte es wohl mal drücken. Ich habe gedrückt. Wir haben einen Schlüssel. Den wir uns auch angucken sollen. Genau, wir können den Schlüssel drehen. Je nachdem, wie wir ihn brauchen. So, und dann gehen wir wieder raus. Jetzt brauchen wir ein Schlüsselloch. Was haben wir da? Ah, guck mal. Ist das richtig? Ich glaube. Nee, ist noch nicht richtig. Jetzt. Und drehen. Gucke da. Jawohl. So, jetzt müssen wir mal weiter gucken. Hier unten steht auch noch Sachen. Was haben wir hier? Nochmal. Dann kann der jetzt so. Guck mal. Tada! Ja, wir haben ein Rätsel, mit dem wir nichts anfangen können. Gucken wir nochmal. Das war hier. Ah, die Schraube. Da, die Linse fürs Okular. Ah, sieht cool aus, ne? Hier oben. Da, dieses Zeichen wird uns noch öfters begleiten. Ach, guck mal. Das erste Rätsel. Niemals, der was? Kasa kriegt den Hut der Esel. Niemals, der Verrückten. Dann machst du jetzt den verrückten Hut, Mara. So, die Mitte, ganz in der Mitte geht nicht. Dann schauen wir mal.
So. Ne, das passt nicht. Vielleicht das auch nicht. Mal gucken. Nee. Aber das muss schon so. Aber... das passt alles nicht. Da kriegen wir auch wieder Tipps. Aber... so. So muss es. Jawohl. Tada. Und der Schrank geht auf. Sieh mal einer an. Das sollte ich rausholen und mir genauer anschauen. Machen wir das. So, das Tutorial haben wir jetzt abgeschlossen. Und wir machen weiter. Das hat man immer am Anfang, ne? Da hat man immer dieses Tutorial. Ich finde auch dieses Licht, seht ihr das hier mit dem, diese Atmosphäre? Diese drei Siegel verwehren mir den Zugriff auf den Inhalt der Kiste. Alles klar. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das Okular und schauen uns mal den Kasten an. Mal gucken. Da ist ein da sind Fingerabdrücke. Ah, guck mal, ein Buch. Lehnendes Buch. Der Bootdeckel wird sehr verziert. Und da haben wir ein Zeichen. Genau, ich sollte mir mal wieder einen Block hier hinlegen. Weil ich habe letztes Mal einen ganzen Block verbraten beim Spielen. Wegen den Zeichen. Das sind immer Rätsel. So, zack, zack, da kommt das hin. Alles klar. Läuft. So, haben wir ein schickes Buch. Dann müssen wir, glaube ich, hier, wie war das? So. So. Dann kann das. Und dann kann es auf. Hast du das alles so ohne Block gemacht? So, erster Brief. 11. Februar. Meine Forschungen kommen nur langsam voran. Mit diesen stümperhaften Geräten kann ich kaum etwas erkennen. Aber da ist etwas zwischen Erde und Feuer, zwischen Wasser und Luft. Sehen kann ich es nicht, aber ich erkenne, dass es da ist. Wie der Schatten eines Objekts ohne Materie, der doch Gestalt und Form des Objekts verrät, das ihn wirft. Es ist das letzte Element, das Nullelement. Es verleiht allen anderen Inhalt, so wie alle Zahlen der Welt bedeutungslos wären, wenn es keine Null gäbe. Die Gesellschaft besteht aus kleinlichen Narren, verblendet von dunklen Künsten und Gier. Alchemie ist nicht die Jagd nach purem Gold, sondern die Jagd hiernach. So. Hast du deine große Zigarette aufgeraucht, Kasak? Dann schlaf schön. Bis heute Abend. So, ein Schlüssel. Dann gucken wir mal. Wo können wir diesen Schlüssel... genau. Ach, guck mal, da ist hier das andere Rätsel. Können wir ja eigentlich... wir können es ja auch mal ohne probieren. Also, hier musste das hin. Was haben wir da hinten? Das da. Das muss dahin. Genau. Und dann gucken wir mal weiter. Das sieht auch anders aus. Hallo. Geh mal auf. Ein Miniaturfernrohr. Okay. Was ist hier unten? Nix. Da ist ein Schloss. Hier sind Buchstaben. Damit können wir, glaube ich, noch nichts anfangen. Da auch noch nicht. Da auch nicht. Dann gucken wir mal hier oben. Ah, schaut mal. Das ist das nächste Zeichen. Runde. Da muss ein Stern rein. So. Jetzt müssen wir schauen. Ah, guck mal da. So, wir haben da eine 5, eine 7, eine 2. Und was haben wir hier unten? Eine 3 oder was war das? Das wollen wir ausprobieren.
Was habe ich gesagt? Eine 5. Eine 7. Eine 2. War das hier unten eine 3? Ne, eine 6. Guck mal. Und mach mal auf. Jawohl. Aha. Guck mal, dir. Ach, da oben ist erstmal ein Brief. Gucken wir erstmal, was da drin ist. Ah, das ist der Brief von eben. So, dann schauen wir uns das ganze Ding mal an. Was haben wir hier? Ach, ich würde glatt sagen, das Ding kommt dahin, wa? Joa. Da geht nix. Da geht auch nix. Ist da was drin? Nee. Gucken wir mal hier. Da muss noch ein Docht rein. Na? Aber ich glaube... Ah, guck mal. Das müssen wir noch aufbauen. Tada! Nicht? Doch. Hello. Iron? Du machst das, ne? So, wir brauchen jetzt den Docht. Warte mal. Müssen wir mal gucken. Können wir da irgendwas sehen? Zum Laufen bringen, sonst finde ich nichts heraus. So, das haben wir aufgemacht. Mal überlegen, wo war denn jetzt das nächste? Jetzt muss ich überlegen. Warte mal, da oben war ein. Ach so, hier, warte mal, warte mal. Da. Da war doch noch ein Zeichen in der Ecke. Genau. Guck mal, wo war das Rätsel? Da. War das der? Nee. Warte mal, da musste, glaube ich, der hin, ne? Welcher war da unten in der Ecke? Warte mal. Da oben war... Ach, da oben. Da. Ach, jetzt habe ich schon wieder verstellt. Der war da oben. Und der... Tada! Guck mal, ein schwerer gusseiserner Schlüssel. Ja, das ist... Ich bin auch schon ein bisschen älter. Na? Ein schwerer gusseiserner Schlüssel. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo kam der jetzt noch rein? Gucken wir mal hier. Genau, der musste da irgendwo rein. Damit wir... Nee, hier nicht. Da kam der normale Schlüssel rein. Man könnte ja auch den Tipp benutzen, ne? Warte mal. Das machen wir nochmal. Das haben wir alles gemacht. Das haben wir auch gemacht. Puh. Mehr Teile. Okay, ja, das weiß ich, dass wir mehr Teile brauchen. Oder weil... Hallo, Mr. Dive. So,
Wo ist denn jetzt der Schlüssel? Ich habe das schon wieder alles vergessen. Ich habe das schon gespielt gehabt, ne? Schon wieder alles vergessen. Ja, das, die Hinweise sind super, ne? Ich muss nach mehr Teilen suchen. Waren wir denn letzte Mal? War hier oben nicht irgendwo die Schublade? War hier nicht irgendwo noch ein Fach? Konnte man hier drehen? Nee, bei dem ging das nicht, oder? Doch, hier unten. Da ist es. Ah, ich wusste doch, irgendwo war da was versteckt hier. Ja, ja, ich weiß. Aber wir wollen ja uns ja jetzt nicht alles. Genau. So. Geht das von alleine? Nee. So, und schauen wir mal, was es da zu sehen gibt. Ein Stummfilm. Na, die Facecam habe ich ausgemacht. Ist auch schon spät. Ob ich im Okular wohl etwas erkennen kann. Na? So, und jetzt gucken wir nochmal. Trial. Jetzt haben wir wieder das schöne Wort. Na? Trial. So. Ach, guck mal. Oh, oh. Das gucken wir uns gleich nochmal an, wenn es dann fertig ist. Ich glaube, das war so. Nee. Nee. Fertig? Sieht er fertig aus? Nee. So sieht er fertig aus. Tada! Da. Da ist er. Das ist L. So, gucken wir mal. T. I. Try. Ich mache das zu. Und das erste Schloss ist auf. Nein, ich bin Mädchen. Ich habe so eine Stiefel, so eine tiefe Stimme. So. Und nu? Und das nächste Rätsel. Gucken wir erstmal, ob wir hier noch. Ah, genau. Da ist. Was ist das da? Ah. 2, 5. Das ist ein Brief. 8. Mai. McAllister hat die Abdrücke aus Ägypten hergebracht. Das Grundmuster setzt sich fort. Die Tibeter nennen das Nullelementraum. Die Hindus nennen es Äther und die Babylonier ist es ganz einfach oben. Die andere Richtung, das Reich von Ishtar. Noch viel meine Stimme. Noch viel bedeutender ist die ständige Präsenz des Sechseck-Symbols. Das gleiche Symbol in unzähligen Kulturen, in unzähligen Jahrhunderten, überall auf dem Globus. Wer würde da noch behaupten, all das sei törichter Aberglaube? Sobald ich das erste Destillat in Händen halte, werden sie mir glauben. Doch vorerst ist die Zahl der Skeptiker um 1 gestiegen. McAllister hat mir die Zusammenarbeit aufgekündigt. Das war jetzt der Brief 2. Danke, dass ihr mich alle für Mann gehalten habt am Anfang. Echt nett von euch. Da kann ich doch nichts für, wenn ich so eine Stimme habe. Oh, da muss was drauf. So, gucke mal. Ich vermute ganz stark. Nee. Kann ich nicht da drauf packen?
Stimmt, aber das Loch ist nicht groß genug. Okay. Kann ich dich auch. Nee, dich kann ich auch noch nicht rausziehen. War das noch? Ah, guck mal. Ah. Ja, die erste Zeit, wo ich gestreamt habe, war ich auch sehr erkältet. Und bei mir ist halt, oder wenn ich wenig schlaf, erkältet bin, dann wird meine Stimme auch sehr, sehr tief. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen das jetzt mal. Zack. 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 Komm, grün. Komm. So, und. Jawohl. Das sieht immer aus, als wenn die Kamera voll dreckig, ne? Ja, du, für den Mischpult habe ich jetzt kein Geld. Ne? So, wir müssen jetzt, glaube ich, dieses Muster formen. Jawohl, haben wir. Gucke da. Da haben wir einen. Tada. So, lass dich aufziehen. Das habe ich letztes Mal zum Beispiel nicht mehr hingekriegt. Da wusste ich nicht, wie ich da dran kam. So, und du kommst bestimmt da rein. Baba. Da ist er. Okay, was haben wir das? Der Stern war doch da oben. Wo ist er? Da. Nächster Brief. 21. Juni. Merke dir dieses Datum. Es ist das wichtigste Datum der Menschheitsgeschichte. Ich habe es vollbracht. Ein menschliches Subjekt war vonnöten. Der Katalysator war mein eigenes Dasein. Von meinen Studien ermüdet, betrat ich die Kammer, ohne zuvor den Mechanismus auszuschalten. Als ich das Bewusstsein wieder erlangte, war es geschafft. Das Nullelement ist überwältigend. Es ist weder Energie noch Materie. Ich bin bei seiner Untersuchung schon weit gekommen, insbesondere bei seiner Brechung des Lichts. Heute Abend öffne ich den Wein. Das war der dritte Brief. Ja, das ist aber auch 40 Euro ist viel. Ja. Ich meine, ich könnte ja jetzt so kackend dreist sein, wie andere sagen, immer das Spendenlint ist unten drin. Nein, bloß nicht. Aber diesen Monat ist halt erstmal Gamescon, weißt du? So, hier haben wir die Figuren. Ach, guck mal, der Messingring. Ach, guck. Ah. Ah, ja. Jetzt, ich glaube, ich weiß jetzt, was kommt. Der Ring kam ja hier drauf, ne? So, das war irgendwie so. Zwei. Ne, nee, warte mal. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Tada. Und hier hatten wir, glaube ich, gerade die Nummern gesehen. Zwei und fünf. Tada. Sind für die ganze Woche auch fast. Was? Für die ganze Woche? Was meinst du mit der ganzen Woche? Ah, er passt noch nicht. Ey. Jetzt müssen wir mal gucken. So. So. Jetzt müsste er passen. Ja, das hatten wir gestern schon, ne? Gamescon. Schade. So, ja, aber. Entschuldigung. Einmal aus dem Bild gesprungen. Du meinst die Karten? Wo ist es? So, Schloss 2.
Ja, wir sind ja auch vom Mittwoch bis Sonntag in Köln. Wir sind aber, wie gesagt, nur Sonntag nicht da, weil wir Sonntag wollen wir in Ruhe noch frühstücken und dann fahren wir alle weg. So, jetzt muss ich mal gucken. Haben wir hier was? Da unten ist was. Da ist was. Ich glaube, das können wir noch nicht bewegen, ne? Irgendwas fehlt. Okay. Da ist auch noch ein Mechanismus. So, da ist eine Taste. Ja, einen Tag sind wir halt nicht da. Einer ist da. Eins, zwei. Eins, zwei, genau. Muss ich nur irgendwie noch gucken, wie ich die Schublade aufkriege, ne? So. Baba. So, jetzt müssen wir gucken. Welcher war denn jetzt wo? Da ist eine Schublade. Da ist ein Schloss, ne? Kommen wir so aber noch nicht ran. So. Du bist eckig. Dich muss ich. Ein nach oben. Genau, ne? Ja. Das ist das Ding. Dich muss ich zwei. Muss ich nach links? Alles klar. Da ist der kreisförmige. Du musst auch nach da. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das Ding hier aufkriegen. Warte mal. So Muster verschiedene Platten an der Ecken verschlossen. Ja, das ist mir klar. Ach so, nach oben. Guck mal, haben wir es schon. Jawohl, ein Gummiband, ein großes Zahnrad. Mehr ist da nicht. So. Also, würde ich gerade sagen, das Zahnrad hier. Wo kam das Gummiband hin? Nee, das kam hier nicht hin, ne? Kam das nicht woanders hin? Kam das hier hin? Hm. Kamst du hier oben hin? Aber nicht. Dann muss es doch irgendwo hier war gewesen sein, oder? Gucken wir mal. Tada. Ah, das sieht auch sehr Schraubendreher. Guck mal. Ach, andersrum. Zack. Hey. Da. Neues Spiel zu sagen, Leute zu treffen, sind 60 Euro, ist so schade, ehrlich gesagt. Ja, da fehlen auch noch Zahnräder. Wir suchen. So, und da muss. Nee. Ach, da war ein Schlüssel drin. Gucke mal. Und der musste, glaube ich, da. Der musste irgendwie so, ne? Oh, wie musste der aussehen? Oben das, oben das, oben das. Das da. Und so. Glaube. Er hat die falsche Form. Ach so, jetzt sieht man's. So. Muss der nämlich.
Der muss dahin. Und du musst dahin. So. Jetzt passt er aber. Tada. Noch ein Zahnrad. Mehr war da nicht drin. Das ist eine lausige Ausbeute hier. So. Kann ich dich jetzt verbinden? Nö. Also. Und die nächste. Okay. Ja, besonders, man kann die Zahnräder ja auch zack. Nee. Ah, guck mal. So. Auch nicht. Oder war jetzt? Wie ging das jetzt? Was? Okay, wir haben genug, ja. Aber wir müssen die ja verbinden. Ja, habe ich gerade schon probiert. Auf jeden Fall so nicht. Ach, Mensch. So. Und vielleicht jetzt? Ah. Jetzt. Zack. Nee, da lang. Na, Gott sei Dank. So, jetzt läuft das Ding. Und jetzt? Tada. Was ist das? Eine lange, schmale Stahlröhre. Was mache ich mit dir? Bist du dafür? Nö. Kann ich hiermit reparieren? Nö. Eine lange, schmale. So, jetzt gucken wir nochmal. Da waren wir schon. Muss mal gucken. War nicht bei irgendeinem von denen irgendwas? Nee. Nee. Auch nicht. Noch jemand eine Idee? Ach, guck mal, hier ist ne. Nee. Hier waren wir ja überall schon, ne? Da haben wir schon raus. Ja, da habe ich ja gerade auch schon geguckt, ne? Hier. Irgendwas fehlt. Ja, da haben wir beide schon. Das passt hier nicht. Aber vielleicht nochmal drücken? Nee, geht auch nicht. Das geht ja alles nicht. Da auch nicht. Nö. Hier oben bei
einfach mal alle drücken. Manchmal ist es so simpel und man sieht es einfach nicht. Ich kann das gut, etwas nicht sehen. Wir haben eine Stange und wir haben einen Schraubenschlüssel. Komak, weißt du noch, wie es weiterging? Bei dem goldenen fehlt auch noch was. Ja, bei dem einen fehlt Schild, das weiß ich wohl noch. Nur wo kamen wir dran? Also hier brauchen wir definitiv noch einen Schlüssel. Na, hier muss... Irgendwo war hier noch was, was wir... Da war ja auch nichts mehr drin, ne? Oder war hier eine Seite irgendwo was? Ne, da ist an der Seite nichts. Aber die Schublade nochmal auf. Nee. Das gibt's doch nicht. So, nochmal gucken. Ja, das Rädchen hier kann man leider nicht drehen, oder? Nee, da fehlt noch was, um es drehen zu können. Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas muss ich... Irgendwas müssen wir noch aufmachen. Ich weiß nur nicht was. Ah, Mann, ey. Ja, das ist wahr, dass sich da nichts bewegt. Kann man hier? Warte mal. Nee. Oder? Nee. Nee. Oh, wie war denn das? Also beim letzten Mal habe ich es schneller gefunden. Ganz ehrlich. Hier waren auch keine Schrauben mehr. Oben drauf war nichts, ne? Ja. Und die Seite können wir nicht aufmachen, weil wir... Ach, warte mal. Warte mal, guck mal. Da haben wir es. Man sollte sich die Gegenstände auch immer angucken. Ne? Da ist sogar noch was drin. Ein altes Foto. Guck mal. Da ist er. Ja, manchmal. Ja, so simpel und doch so schwer. Ah, hier haben wir wieder ein Rätsel. Ach, guck mal. Ach so, wir mussten es ja auch drehen. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. So. Jawohl. Babam. Da ist das Schild. Da ist es. Alles klar. So, das Schild gehört noch hier oben. Muss mal gucken, welcher von denen war es denn? Tada. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, was machen wir denn mit dem Bild? Ein Steinchen. Das Steinchen gehört da unten rein, ne? Oder? Was ist eigentlich mit dem Bild?
Warte. 6.05 Uhr. Da, da. 4, 5, 6 Uhr. Dam, dam. Ah. Guten Morgen, Valoris. Oh, das ist aber ganz gut. Mach dir da mal keinen Kopf. Ansonsten in Englisch. Unser Iron hilft da immer ganz gern. Ich habe das damals blind und in 2,5 Du, ich habe, glaube ich, beide Spiele an einem Abend gespielt in 5,5 Stunden. Beide. Für das erste habe ich 2 Stunden gebraucht, so wie du. Und für das andere habe ich 3 gebraucht. So, nächstes Kapitel. Oh, die werden immer schöner, die Rätsel, ne? Haben wir immer noch das Bild? Jo. So, dann gucken wir mal. Gucken wir uns das mal alles an. Hier haben wir wieder jede Menge Flächen. Und das allererste, was wir machen, die Kamera. So, da haben wir gleich schon mal einen Fingerabdruck. Na, was haben wir hier oben? Nippes. Na gut, dann gehen wir doch mal zum Fingerabdruck. Tada! Was geht jetzt auf? Eine Schublade. 15. Juli. Meine Erforschung des Nullelements schreitet rasant voran. Seine Quelle drängt mir immer stärker die Vermutung auf, dass es irgendwie mit meiner Seele in Verbindung steht. Seine Eigenschaften werden immer offensichtlicher. Es bezieht eine gewaltige Energie von irgendwoher. Ich habe einen Apparat gebaut, der es leitet und bündelt, doch ich scheue vor weiteren Experimenten zurück. Mir fehlt das Wissen um seine Kontrolle. Hier haben wir wieder dieses Zeichen, ne? Das ist Brief von 7. Vier von sieben, so. Und was haben wir hier? Eine Kiste, auf der sich eine Art Puzzle befindet. Oh, ein Puzzle in einem Puzzlespiel. Ah, genau. Ah, jetzt war sie wieder. Das ging nicht, ne? Welche Seite? Na gut, wir mussten auf jeden Fall die Kugel. Mal da rein. Ich glaube, dann habe ich sie so rum. Warte mal, gehst du da dran? Nee. Mal gucken. Der geht da rein. Der nicht. Und der geht da rein. Mit welchem verbindet er sich? Ah, okay. Das heißt, ich will mal gucken, kriege ich dich da runter? Nö. Das heißt, ich muss dich wahrscheinlich erstmal wieder da reinpacken. Shit, das war wohl nichts. Oder doch, 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 doch. So. So. Tada. Ah. Das zweite muss ich mir noch holen. Ich lebe schon in Deutschland 3,5 Monate. Ah, in Aalen. Okay. Dankeschön. So, wir haben jetzt einen neuen Schlüssel. Den Brief haben wir schon gelesen. Müssen wir mal gucken. Ja, müssen wir uns den Schlüssel mal angucken. Konnte man den auch bewegen? Nee.
So, dann schauen wir mal, wo wir ein Schlüsselloch haben. Hier nicht. Hier auch nicht. Da. Ein offensichtliches Schlüsselloch. Tada. Und nü. Ach ja, wieder so ein schönes Rätsel. Warte mal, kann ich auch direkt da dran? Nee. Das war auch wieder so ein. Ich glaube, danach ging es hier weiter. Na. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. 2, 3. 4, 5. Tada! An den Rätsel habe ich damals länger gesessen. Wie kann ich runterschieben? Ratze? Rätsel. Puzzle. Puzzle. Ein kleiner quadratischer Bolzen. Im Rahmen, ein Rahmen für ein Stück Papier mit einer Betrachtungslinse. Na, gucke mal. Oh, jetzt gucken wir mal. Okay, da haben wir nichts gesehen. Jetzt gucken wir nochmal so. Sigil. Alles klar. So, mal gucken, wo wir hier Sigil formen können. Was bist du? Kann ich dich öffnen? Nö. Dich kann ich nicht öffnen. Das hier sieht dann nach der Platte aus, oder? Ach nee, warte mal. Kam die nicht hier? Nee. Warte. War da. Gucken wir mal, passt du hier drauf? Nee. Da war es nicht. Mal gucken. Da muss irgendwo ein Loch sein dafür. Auf Boden. Das sieht auch alles nicht so. Da gehörte der hin. Da oben war der. War hier oben noch irgendwo ein Loch? Auch nicht, ne? Nö. Sieht es einer? Ich sehe das gerade nicht. Es muss ja etwas mit dem. Oder muss es da hin? Nee. Ich müsste mal in meine alten Folgen schauen. Weiß das nicht mehr, wie lange ich für das Spiel. Sieht einer den Kasten, wo das reingehört? Irgendwie bin ich gerade blind. Ach, guck mal, hier oben sind ja auch welche. Nee. Ah, hier geht nix. Sag mal. Warte mal. Nehmen wir nochmal das Dingelchen zur Hand. Da waren wir schon dran. Schönen guten Abend, kleiner Haas. Aber hier konnte ich hier auch irgendwas machen. Ach so. Muss ich das hier irgendwie
Ah. Danach kann man das nicht mehr drehen, ne? Nee. Okay. Ah, schau mal. Ein viereckiges Loch. Da kommt er rein. Gucke mal. Oh, Sigil war das Wort, ne? Sie. Gil. Ah, so langsam gehe ich aber ins Bett, nur noch 1,5 Stunden und ich habe wieder 24 Stunden voll. Ja, dann, Komak, dann schlaf schön. Ich versuche dran zu denken, Toki nachher zu grüßen. Kristall. 29. Juli. Eine neue Entdeckung hat mich zutiefst erschüttert. Um die Brechungseigenschaften des Nullelements zu untersuchen, habe ich Linsen darauf gefertigt. Eine zu tragen ist mühsam und strapaziös und mir offenbaren sich Visionen jenseits alles Vorstellbaren. Je tiefer ich in die Erde vorstoße, desto finsterer werden diese Visionen. Ich habe mein Arbeitszimmer in den Nordturm verlegt. Den Weinkeller kann ich nicht mehr aufsuchen. Ja, schlaf schön. So, das war jetzt Brief 5 von 7. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier bekommen haben. Ein Steinchen. Na, ich glaube, da weiß ich noch, wo das hingehörte. Ich glaube, das gehörte hier hin. Oder? Nee? War das da oben? Oder gehörtest du hier hin? Irgendwo gehörte der doch hin. Oder war das da ganz unten? Aha! Tada! Jetzt konnte man das Ding, glaube ich, auch drehen, ne? So. Da ist er nämlich gebündelt. Da und das nächste. Die Geräusche sind super, ne? Vielleicht schaue ich später wieder rein. Ja, wie gesagt, ne? Ab 8 sind wir bei Oskar auf dem Kanal. So, jetzt haben wir was Rundes. Haben wir schon irgendwo was Rundes gehabt? Das Viereckige? Das Sternchen? Das Quadrat? Nö. Was Rundes. Wie siehst du von. Ach, guck mal, da hinten ist ein Kreuz drauf. Haben wir irgendwo ein Kreuz? Ich hab es. Er dreht durch. Was haben wir hier jetzt? Eine Art. Da ist. Oh, guck mal, noch ein Fach. Und das erste Teil für den Globus. Na, können wir noch irgendwie reingucken? Nö. Ich glaube. Nee, das haben wir ja schon. Dann müssen wir das Teil. Tada! Und die Kurbel. Nur, oh, ich wusste das mal. Vielleicht haben wir sie alle mal angehabt. Na, müssen wir mal gucken. Irgendwo kommt das Feld nochmal. So, mal gucken, die Kurbel. Ah, ich glaube. Hier war es doch eckig, ne? Da. Hopp, hopp. Na, machst du wohl die Kiste auf. Und nü? Ach so. Wieder das Zeichen formen.
Ja, das ist, aber es macht Spaß mit dem Spiel. So, jawohl, ja. Eine aufwendige Holzkiste. Gucken wir mal. Wisst ihr, woran mich das erinnert? An diese Asia-Dinger, diese Kisten, die da haben. Wo war denn hier das mit dem Stern? Da. Da. Okay. Was kann ich jetzt sehen, wenn ich hier reingucke? Nix. Was sehe ich, wenn ich so da reingucke? Auch nix. Das scheint was zu fehlen. Das scheint noch nicht komplett zu sein, ne? Ja. Ah, nein. Gerade aus dem Bild gesprungen. Einen. So. War hier oben eigentlich noch irgendwas, was wir ziehen, machen konnten, tuten? Machen konnten, tuten ist auch ein geiles Wort. Guck mal, hier ist auch noch was. Ich muss mich erst auf die Seiten der Kisten konzentrieren, okay. So. Oder kam der hier hin? Irgendwo kam das Ding doch hin. Wo kam denn dieses Teil hin? Wieder oben. Ich muss mal ganz kurz gucken. Was bist du eigentlich? Ja, aber der Sternschlüssel da. Eigentlich habe ich auch gedacht, dass das Ding hier rein gehört, ne? Ah, jetzt. Yes, ja. Wisst ihr, habe ich nicht genau aufgepasst. So. Oh, ich glaube. Ah, genau. Beim ersten Spielen habe ich das sowas von verscheckt, dass hier die Klappen da aufgegangen sind, weil ich das einfach nicht gehört habe. Na, komm, bleib gleich hier bleiben. Tada! Und nö. Da war nix. Ach, guck mal. Da ist wieder einer offen. Da wieder. Hallo? So. Da ist der Schlüssel. Schauen wir uns den Schlüssel mal an. Ach Gott, das ist so ein. Ne, so ein Mehrfach da. Ich glaube, der gehört. Der gehört hier rein. Ich finde das mit den Umrissen cool. So kann man wenigstens ein bisschen gucken. Nee. Der gehört da auch nicht hin. So, der kommt dahin. Der kommt auch nirgendwo hin.
Der kommt nach da. Nö. Nö. Oder? Nee. Ist da noch mehr? Das ist er auch nicht. Das ist er. Die kommen alle dahin. Da. So passt das nicht. Aber war doch nicht komplett. Warte mal. So. Ach so, der passt da nicht rein. Ich glaube, der hier. Ja, der gehört dahin. Nee, der ist zu breit. Und der gehört dahin, so rum. So, jetzt aber. Baba. Und das nächste Teil. Ja, diese Rätsel sind schon. Ist da auch noch was drin? Nee, ich dachte. Ich dachte. So, du kommst jetzt hier hin. Tada. Ach Gott. Genau. Das war ja jetzt dieses Lichtspiel, ne? Nee. Du. Der kam ja da rein. So. Ja. Bist du morgen vielleicht wieder oder? Kleiner Haas, heute Abend um 8 ist der nächste Stream. Das streamt immer der unser Oscar. Und ich habe ab Donnerstag erst wieder einen Stream. Das ist, wenn ich so nachts streame, das ist eher so eine spontane Sache. Ah, wir haben Südamerika bekommen, okay. Aber wie gesagt, heute Abend ab 8 Uhr bei mir vorne auf der Seite ist auch das Profil von Oscar verlinkt. So. Können wir mit den Dingen was machen? Nö, ne? Ah, wir können jetzt bestimmt hier durchgucken. Tada! Zwei und vier. In der Mitte wieder zwei und vier. Und unten in der. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Ja, es war nicht ganz ein Kreuz. Zwei und vier. Nee. Was? Nee, Moment. Ging ja sonst nicht. Tada! Sechster Brief, 9. August. Die Gesellschaft hatte völlig recht. Wie konnte ich nur derart blind sein? Ich habe einen Abschnitt in ihrem Skriptus Nocti gefunden. Eine Beschwörungsformel, der die Energie zu ihrem Antrieb fehlt. Nun, genau diese Energiequellen habe ich. Heute Abend beschwöre ich Astaroth herbei, dem die Babylonier Istar nannten, den Fürsten der Ankläger und der Inquisitoren, den Enthüller aller Geheimnisse. Ist die korrekte Verbindung erstellt, wird alles Wissen des Nullelements mir gehören. Ich platze vor Spannung, so vieles gilt es vorzubereiten. Okay, ich werde heute Abend und Donnerstag dabei sein. Erstmal gehe ich schlafen. Ja, danke, kleiner Haas. Schlaf schön. Und ich freue mich, wenn du heute Abend da bist. Das wird lustig. Dankeschön. Und schöne Träume. Mal schon. Oh, wir haben 10 vor. Aber das Spiel machen wir jetzt noch fertig. Ne, Iron? So, den Brief haben wir. Hier ist der Globus.
Ich werde ab heute, wenn ich so Sachen streame, also ich denke, The Room 1 werde ich auch als Stream hochladen, komplett. The Room 2 muss ich mal gucken, wie wir es machen. Ne? Entweder, weil ich habe mir jetzt vorgenommen, die Streams, die wir machen auf YouTube Gaming, ich werde die dann auch veröffentlichen. Einmal sind die dann auch nachträglich noch zu schauen für jemanden, der die verpasst hat. Und man kann die ja dann hinter noch gucken. Und das ist ja das Geile, du kannst bei YouTube Gaming ja zurückspulen, ne? So. Jetzt geht ihr los. Kapitel abgeschlossen. Jawohl, wir haben jetzt noch einen Brief vor uns. So. Irene, bist du heute Abend auch da, Broska? Mein da. Ja, wir spielen ja eh, also Oskar streamt ja ehemals von 8 bis 10 Uhr. Das hat sich so eingebürgert, weil Diego auch nur bis 10 Uhr spielen darf. Weißt du? So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt sollen wir uns ja hier oben konzentrieren. Dann gucken wir erstmal hier. Na? Das sieht doch aus. Könnten wir da irgendwas machen? Müssen wir mal gucken. So, das sieht aus, als könnten wir das Ding bewegen. Was? Genau in der Mitte des Tisches. Ja, da gehört was hin. Ich weiß. Da ist etwas. Da ist etwas. Und da. Also sind wir noch lange nicht fertig hier. So, mal gucken. Tada! Ach, der nächste Brief. 7 von 7. 15. August. Irgendetwas stimmt nicht. Ich habe die Beschwörungsformel genauestens eingehalten. Astaroth ist nicht erschienen. Keine Antworten haben sich offenbart. Mehr Fragen. Die Visionen haben zugenommen, sie bedrängen mich und ich kann mich nicht allzu lange an einem Ort aufhalten. Ich versuche sie im Blick zu behalten, doch die Linse schmerzt meinen Augen. Ich habe ein Mittel gegen die Schmerzen zusammengestellt, wer mir folgt und dieses Tagebuch findet. Ich vermag dies nicht zu beschreiben. Die Welt der Menschen kennt keine Worte, mit denen es zu erläutern ließe. Das Haus ist nun mal so sehr gewachsen. Überall finden sich Räume. Okay. So, wir haben jetzt eine Kurbel, ne? Das muss ich mal eben gucken. Können wir jetzt hier was machen? Nee. Ich sollte auf der Oberseite gucken, ob ich noch irgendwas tun kann. Ah, guck mal, hier. Können wir hier noch was tun? Eine große runde Aussparung. Ja. Gucken wir mal, ob wir da vorkommen. Nee. Noch ein Tipp. Was ist das für ein rechteckiger? Was ist das für ein rechteckiger Abschnitt vor dem Gitter? Der hier? Da geht auch nichts. Und was ist das hier? Vor dem Gitter. Welches Gitter? Links vom Gitter zu lösen.
Aha, gucke mal. So, jetzt ist das auch offen. So. Mal gucken. Ach, guck mal, das ist das Schwert. Jetzt muss man wieder das Zeichen bauen, ne? Na, das passt noch nicht ganz. Nee. Nee, das passt noch nicht ganz. Oder? Nee. Das passt noch nicht ganz. So. So, ich muss es warten. Nee. Muss ich das Schwert jetzt nehmen oder was? Vorderseite des Holzrahmens schimmert auf einmal so seltsam. Die Vorderseite? Irgendwie kriege ich das aber mit dem Zeichen nicht so ganz hin, ne? Da fehlt noch irgendwas, glaube ich. Vielleicht entdecke ich in meinem Okular mehr. Ah, okay. Habe ich ja. Kriegen mit dem Okular das Zeichen nicht ganz hin. Na? Guck mal. Das ist wieder ein. Ich muss den Sockel drehen, um das Muster anzuordnen. Ach so. Das Ding muss ich drehen. Und ich bin schon wieder aus dem Spiel gelandet. Meine Güte. So, wie kann ich das Ding drehen? Ich muss den Sockel drehen. Oder war das das hier? Nein, das war's nicht. Mit den Dingen konnte ich ja nichts machen, ne? Und die hier drehen sich ja nicht mehr. Wie konnte man jetzt noch die Platte drehen? War das hiermit? Nee. Kann man den Rahmen verschieben? Habe ich auch schon probiert. Ach, guck mal. Im Bild. Jetzt. So. Das macht nichts, Bro.
Ein Dolch gefunden. So, und diese Dingelchen muss da rein. Und das nächste Rätsel. So, mal gucken. So, wie war das jetzt noch? Ach so, die mussten ja anhand wo haben wir denn da? Tada! Oh, wie war das Rätsel noch? Nee, war nicht richtig. Ich hab keine Ahnung, wie das war. Warte mal. Konnte man das nicht irgendwo sehen? Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch nur aus Glück gelöst. Ach, guck mal. Da. 1, 2, 3, 4. So. Jetzt haben wir es. 1, 2, 3, 4. So. Tada. Und jetzt kommt mal das nächste machen. Ah, Gott. Das Auge. Und nu? Ah. Und jetzt haben wir die nächste. So, 2, 2 und dann 3. Zwei, zwei. Zack. So, jetzt müsste eigentlich stehen bleiben. Tada! Und das nächste Zeichen. So, wir hatten doch irgendwo noch den Kreis, ne? Da. Lass uns mal kurz gucken. Kurz. Aha, guck mal. Die durfte man doch, konnte man doch auch bewegen. Waren wir doch irgendwie so. Ah, so. Na, das ging aber noch.
Ich denke mal so rum, ne? Und jetzt? Das ist sogar ein Loch. Ich weiß halt nur nicht. Da musste ich die. Ich weiß halt, dass da oben die Pfeile sind, ne? Nur halt. Wie ich den hier verschiebe. Normalerweise konnte man den auch verschieben. Das Holz kann irgend. Ist das ein weiteres Muster für die Tasten? Ja, bestimmt. Das oben in der Mitte. Unten zwei. Oben in der Mitte. Ah, warte. Dann nächste. So, oben in der Mitte, der eine Mitte. Machen wir mal einen weiter. Und gucken mal, ob wir jetzt den dritten noch sehen. Ne, wir brauchen den zweiten, ne? Ich höre einen Herzschlag, hört ihr den auch? Ah, siehst du? Warte mal. Zack. Zack, 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 zack. Tada! Und da ist ein Kristall drin. Energiequelle zur Nutzbarmachung des Nullelements. Alles klar. Und wieder klicken. Manche Rätsel sind gar nicht so einfach, ne? Aber ich bin wesentlich schneller wie beim ersten Mal. So, passiert was? Ah, guck mal, jetzt kann ich sogar bewegen. Jetzt kann ich ihn sogar bewegen. So. Ne, Moment. Ich muss erst mal gucken. Da. So. Sieht interessant hier aus, ne? Guck mal. Also ich finde, die Grafik ist echt geil. So, manchmal denkt sich meine Soundkarte, leck mich, ich mache gar nicht. Ja, das hatte ich heute auch. Ich habe heute einen Test aufgenommen mit Chrissy. Und am Ende des Testes war meine Soundspur. Abgeschlossen. Schöner Fortschritt, aber meinst du wirklich, du hättest dein Können schon bewiesen? Mal gucken. Und wieder eine Kiste. Wo in aller Welt bin ich? Können wir mal kurz gucken. Was haben wir hier? Ein absonderliches Gefühl der Bewegung. Nicht vollends wie sich drehen, nicht vollends wie fallen. Ich fühlte, wie ich die Schwelle überschritt und die Vision verebbten. Vielleicht sollte sie mich nur an diesen Ort bringen. Der Weg zurück verschließt sich hinter mir. Doch ein Weg voran tut sich vor mir auf.
Etwas zieht mich weiter. Falls du bei mir bist, werde ich dir auf deinem Weg Geleit geben. Ich bete, dass du nie entkommen bist. Ich bete, dass du nur ein weiterer meiner Träume bist. So, da unten ist ein Zeichen. Und da oben sind Tasten. Sollten wir uns, glaube ich, mal merken. So. Gucken wir mal kurz. Der Tisch. Interessante Zeichen. Kann ich dich benutzen? Bewegen? Nö. Kann man hier irgendwo was machen? Oh, guck mal. Tada. Okay. Das hilft uns jetzt aber noch gerade nicht. So. Ah, schau mal. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, noch nicht. Okay, auch noch nicht. Was ist das? Tada. Ah, hier fehlen noch die Hebel. 1, 2, 3. Hier fehlt auch was. So, dann gucken wir mal kurz. Da ist ein Handabdruck. Sollten wir vielleicht mal ausmachen. Na. Gucken wir mal hier. Können wir noch nichts machen. Da auch nicht. Hier scheint noch eine Fassung zu fehlen. Da fehlt ein Schlüssel. Und da fehlt auch was. Und wir haben auch noch keinen Schlüssel. So. Das Wichtigste ist halt... Ach so, der Fingerabdruck. Guck mal. So. Und nö? Ach da. Ah, ein Rädchen. Da ist jetzt irgendwas aufgegangen. So. So, mach mich. Danke, Bro. Bis bald. Okay, Iron. Danke. Bis gleich. So. Du kommst da drauf. Und damit ist dieses Rätsel frei. Ah, wie war das? Es war, glaube ich... So. Einmal. Nee, das müssen wir diesmal andersrum machen. So, da, da, da. Und dann kann der runter. Wo geht jetzt was auf? Eine riesige Kugel. Gucken wir mal. Ah, das scheint die Mitte zu sein. Tada! Ah, geh auf. Ich rutsche mal zu weit aus dem Bild. So, das ist das Zahnrad. Mehr kann man hier, glaube ich, auch sowieso nichts machen. Genau. So, wo ist es? Da ist es. Da. Und ruf damit. Und aufmachen. So. Da haben wir einen merkwürdig geformten Schlüssel.
Verblichene Tarotkarten. Kann ich mit euch irgendwas machen? Nö. So, jetzt haben wir einen Sternenschlüssel. Der gehört dahin. Pipi. Zack. Ich finde das interessant. Wir haben den Schlüssel. Wir haben einen kleinen Schlüssel gefunden. So, mal kurz gucken. Okay. Ah. Genau, das war doch irgendwie so. Nee, da muss ich andersrum. So. Machen wir die wieder hoch. Weil je nachdem, wie ich, glaube ich, drehe. Warte mal. So, nochmal machen wir nochmal so runter. Und jetzt drehen wir nochmal so rum. Guck mal. Nummer 1. Und jetzt drehen wir, holen wir den. So. Ja, wissen wir. Nee, da war es nicht. Da war's. Das müsste das untere Fach. Jawohl, gucke mal. Eine Platte. So, jetzt gucken wir mal, wo der Schlüssel hingehört. Ich vermute ganz stark, dass der da reingehört. So, ich muss dann auch mal los, sonst stehe ich gar nicht auf. Ja, danke, Woses. Schlaf schön. Na, und bis nächste Mal. Hörte sich gerade an, als wenn ihr irgendwie. Ich glaube, wir müssen erst hier dran. Tada. Das Klavier. Tada. Sieht aus wie ein Münzschlitz. Ich habe gar keine Münze. Wo ging eigentlich der Deckel hier auf? Gar nicht. Ich glaube erst nach dem Spielen, ne? Konnte man das Ding nicht irgendwie aufziehen? Warte mal. Diese Messingschieber, die neben dem goldenen Symbol erschienen sind, müssen die richtige Bedeutung haben. Ach so. Die hier, ne? Boah, wie war denn das?
Das nicht eins so. Muss ich aus, wie die Schieber neben den anzuordnen sind. Ja, ich habe keinen Plan. Ich guck noch mal so. Ob ich irgendwo was gesehen hatte. Manchmal sieht man ja irgendwo was. Die zu den goldenen Symbolen passen. Ach so. Hier irgendwo war das hier. Nicht da. Da. Guck mal. Da ist das, da ist das und eins ist das. Gut. Nochmal. Scheiße. Wo war das jetzt? Da. Das 3 ist dieses Zeichen, 2 ist das und 1 ist... Okay. Schon gar nicht einfach, ne? Nur... Ach, guck mal, die können auch übereinander gehen. Das ist 1. Das ist 3. So, jetzt. Eine Münze. Oh, jetzt kommt, glaube ich, der schwerste Teil von dem Ganzen. Oh, das war letztes Mal schwerer. Wesentlich schwerer. Und noch ein Metallgriff. Und weg ist es. So. Ich weiß gar nicht mehr, wo waren denn die Metallgriffe dran? Kurz gucken. Das waren die, ne? Nee, da gehört was anderes rein. Gerade so Rätsel kann ich ziemlich... Kannst du? Ja. Müssen die hier rein? Das ist gerade die Frage, wo? Durch das Öffnen der Messingplatte auf der Rückseite der Kiste sieht man nun mehr von den drehbaren Röhre. Der Messingplatte. Öffnen der Messingplatte. Es scheint ja ein Hinweis, wenn ich den sternförmigen Schlüssel nach oben drehe. Ich sollte mir die Öffnung, den Stern... Ach so. Das Ding da. Ach, guck mal. Jetzt tauchen sogar 2 auf. Wenn ich den Schlüssel nach oben drehe, scheinen 2 Symbole in der Öffnung hinter den Messingplatten. Okay. Wenn das das ist,
Na, das ist ja dieser. Mit so Höraufgaben. Ach so. Und dann hier. Und hier ist ja der. Alles klar, der ist da, der ist da. Ich denke, ich muss die Drehscheiben hinter dem Messingplatz zu den Symbolen ausrichten, die gezeigt werden, wenn der Sternförmig, nee, was? Wenn der Sternförmig nach oben zeigt. Das. So ausrichten. Wo soll ich denn hier? Eine Skizze des Nullelements, okay. Das habe ich nicht. Muss die Drehscheiben hinter der Messingplatten, die gezeigt werden, wenn der Sternfall. Das checke ich gerade nicht. Ich denke, ich muss die Drehscheiben hinter der Messing, hinter den Messingplatten zu den Symbolen ausrichten, die gezeigt werden. Kann ich hier auch was drehen? Nee. Hinter dem Mist. Nee, kann man ja nichts. So, was haben wir jetzt hier? Ach so. Da kam. Nee, nicht der. Aha. So, jetzt haben wir es geschickt. So, jetzt haben wir den anderen. Der war richtig, ne? Der ist richtig. Und was war oben? Der ist richtig. Und was war hier? Ach, guck mal, jetzt ist auch offen. Jetzt ist auch offen. Ach du lieber Gott. Na, mal gucken. Jetzt ist schön mit Zahlen, wa? Also ich würde gerade sagen 257, wa? Oder? Drei. Fünf, sieben, drei. Eine Platte, ja. Fünf, was habe ich gesagt? Fünf. Sieben. Jawohl. Tada. Jetzt habe ich wieder so eine schöne Wand. Ah, genau, ich weiß was. Mussten jetzt immer so. Na, schon wieder rausgerutscht. Mensch. So. Ja, und bei dem war es jetzt so, dass es immer. Das musste nämlich irgendwie so bewegt werden.
Aber ich glaube, das geht gerade noch nicht. Irgendwie. Was für merkwürdige Platte. Was sind das für Kreuze in den Ecken? Kann man da was... Ah, gucke mal. Da. So kann man die nämlich bewegen. Und nur wenn die so ist, kannst du die Dinger da reinziehen. So. Auch noch nicht. Gucken wir mal. Jawohl. Und der nächste. So, und nochmal. Nee. Na, guck mal. So. Einer ist ja noch. Ach, guck mal. So. Badusch. So, und das nächste Rätsel fertig. Ein roter Edelstein. Meine Güte. Welch Rätsel. Na? So. Hier haben wir das. Ist lustig. So. Achso. Das. Da. Mal gucken, ob wir das jetzt so... Nee, das klappt so nicht. So, so, so. Mein Gott, das ist ja wieder eine Aufgabe. Mal gucken, kriegen wir den jetzt raus? Also, so langsam, ne? Jetzt bin ich sogar noch... Ach, verdammt. Kleiner Moment, ich habe jetzt hier gerade alles weg. Man rutscht leider aus diesem Spiel immer raus. So, wir haben den blauen. So, wir haben einen grünen. Ne, da. So. Und wieder drehen. Zack, zack. Genau, und jetzt müssen wir dahin. Da kommt auf jeden Fall der... Oh, jetzt muss man jetzt gucken, ob es die richtige Reihenfolge ist. Ich muss nämlich jetzt wieder dieses Zeichen hier oben fertig machen. Und es funktioniert nur, wenn sie alle in der richtigen Reihenfolge sind. Das siehst du leider erst, wenn du hier durchguckst. Ich
Ich würde glatt sagen, durch das Loch in dem Brett blickt man genau auf den Bereich über der erhöhten Scheibe. Ich würde glatt sagen, dass gelb, grün richtig ist. Rot kann man ja nicht wechseln. So, mal gucken. Nee. Passen in die Vertiefung erhöhen. Aber welcher kommt wohin? Es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten. Tauschen wir die beiden doch nochmal aus. Jetzt. Nee, das sieht ja noch wirrer aus. Zack, zack. Dann würde ich gerade sagen, der. Nee. Grün, gelb, blau. So, jetzt aber. Jawohl. Da hatten wir es. Gar nicht so einfach immer. So, die Kugel muss in die Mitte. Mal gucken. Ah, können Sie sogar. So, der Kleine muss ja erstmal dahin. Immer passend tut es nämlich auch nicht. So, dann gehen wir wieder hier rein. Da werde ich wohl doch nochmal hier runter müssen. Und dann hier. Und dann hier. Vielleicht. So, und jetzt hier. Tada. Ah. Tada! Mal gucken. Und wieder ein Zeichen vor der Nase. Da. Schon aufregend, ne? Und noch eine Runde. Ach, herrje. Ja, dann auf zur nächsten Runde. Gehen wir nochmal hoch. Gehen wir nochmal runter. Oder auch nicht. Und da rein. Ja. Haben wir eigentlich gedacht, es wäre schwieriger, ne? So, jetzt brauchen wir das. Alles wieder dieses Zeichen, glaube ich, ne? Müssen wir mal kurz gucken. Wo ist er denn? Manchmal sieht man es an der Wand da. Okay. Spiel abgeschlossen. Du hast es geschafft, unbeirrt, wie ich hoffe, denn es folgen wahrlich noch schwere Aufgaben. Du hast den ersten Schritt eines Weges getan. Ich mag dir die Wahrheit deiner Lage nicht verhehlen. Ein Zurück gibt es nicht, für keinen von uns. Du bist vorerst ebenso ein Gefangener wie ich. Schreite besten Mutes voran, mein Freund. Vor dir liegen noch viele weitere Räume. Ja.
Das Spiel wurde ja vor 2 Jahren. Warte mal ganz kurz. So, dieses hier wurde ja vor 2 Jahren veröffentlicht und der neue Teil wurde ja jetzt vor kurzem veröffentlicht. Da gibt es ja noch mehr. Na, ist ja genauso mit Under Dread. Ich habe ja heute das Finale veröffentlicht. Da gibt es aber so wie das Ende, ich weiß ja nicht, ob es schon gesehen hat, da muss es wohl auch mehr Teile von geben. Bin ich mal gespannt.